Egal wie traditionell dieses Festival auch sein mag, ein bisschen zu materialisch finde ich es schon. Vor allem dieses Riesenvieh hat ja schon einige Teilnehmer auf dem Gewissen. Aber das ist doch gerade der Reiz daran. Es ist eben nur was für echte Männer. Das ist die letzte Fuhre für das Einkaufsviertel. Damit wären dann alle Vorbereitungen abgeschlossen. Gut, dann warten wir mal. Dann warten wir also nur noch auf das Zeichen von oben. Ich habe verstanden. Hilfe! Es scheint, als wären die Esegrim unplanmäßig früh losgelassen worden. Was soll das? Minister Oberta hat doch noch nicht den Befehl gegeben. Ich glaube, in wenigen Minuten lassen sie oben auch diesen Riesen frei. Gut, bevor der hier vorbeikommt, lassen wir unsere Musto schnell. Alles bereit zum Freilassen? Oder alles bereit zum Freilassen? Warte auf mein Zeichen. Dieses Biest, dieses Jahr ist ein unglaublicher Brocken. Der macht sie alle fertig. Wow, willst du raus, mein Kleiner? Nein, hör auf damit. Es ist noch zu früh, ihn rauszulassen. Ich kann ihn nicht mehr beruhigen. Der hat seinen eigenen Willen. Verflucht. Mach sofort das Tor auf. Der reißt uns hier noch die Mauern ein. Tob dich aus, mein kleiner Zagna. Der Dank kommt ganz schön spät. Ein bisschen Abwechslung tut manchmal ganz gut. Ja. Ob sie dann wohl besser geworden ist? Tut mir leid, Leute, hatte noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Gut, jetzt wo wir vollzählig sind, erlaubt mir die Regeln zu erklären. Jagdfestival. Die Stadt wird zu deinem Jagdrevier und deine Beute sind umherstreunende Monster. Je fetter deine Beute, desto mehr Punkte gibt es auch. Sammle so viele Punkte, wie du kannst und weit man zahlt. Ich weiß nicht, ob jetzt die Monsterarten erwähnt werden. Aber eigentlich kann ich das auch noch sagen, wenn ich gegen die kämpfe. Das Zeitlimit beträgt 12 Minuten. Innerhalb dieser Zeit dürfte jederzeit die Lufttaxen benutzen. Wer einen Kampf verliert, scheidet aus. Dem Gewinner winkt ein Preis seiner Wahl und der Rang des Jägers. Wirst du der neue Meisterschütze? Wisst ihr schon, was der Preis eurer Wahl sein soll? Nur Bares ist Wahres, da einen dicken Batzen Geld. Wenn sie dann gewinnt, kriegt er 5000 Gil. Ich entscheide mich für Accessoires. Wenn Freya gewinnen sollte, kriegt sie einen Korallenring. Und ihr, Vivi? Was mache ich? Was? Ich mache auch mit? Na klar, ich dachte mir, das ist genau das Richtige für dich und hab dich eingetragen. Mit deiner Schwarzmagie ist dir der Sieg doch schon so gut wie sicher. Aber wieder mal typisch für dich, mein Bester. Ach ja? Wenn du gewinnst, Vivi, dann arrangiere ich eine Verabredung mit Lilly für dich. Eine Verabredung mit der Prinzessin? Psst, nicht so laut! Was? Wie? Habe ich da nicht gerade was von Prinzessin und Verabredung gehört? Was führst du da wieder im Schilde, Kerl? Nichts, absolut rein gar nichts. Stimmt doch, oder, Vivi? Stimmt, genau. Nun, wie sieht das aus? Na gut, als Preis nehme ich Karten. Er würde dann die Theaterschiffkarte bekommen. Man kann das halt also ein bisschen variieren. Wenn man halt zum Beispiel sich selbst ausnockt und somit nicht mehr teilnimmt, kann Freya und Vivi gewinnen. Oder wir müssen uns passiv verhalten oder hauptsächlich Clown verwenden, dann wird wahrscheinlich Freya eher gewinnen. Vivi ist dann so, wenn wir gegen dieses Riesenvieh kämpfen sollten, kämpft nämlich Freya mit uns. Und wenn wir sie dort ausnocken und selber uns auch passiv halten oder auch mit ausnocken, dann gewinnt halt Vivi. Und wir können halt gewinnen, indem wir ja bei diesen, also möglichst viele Punkte sammeln, na klar. Dann Zagna mit Zidane besiegen. Indem wir zum Beispiel Freya ausnocken. Geht auch. Aber man kann auch, also ich habe auch schon gewonnen, ohne jemanden auszunocken oder absichtlich nur auf Clown zu spielen oder sonstiges. Ich persönlich, ich weiß nicht, ich habe halt nicht so den Reiz an Karten, deswegen ist mir die Theaterschiffkarte nicht so wichtig. Auch mit diesen Korallenringen. Accessoire wäre zwar ganz cool, weil wir den ja auch benutzen dürfen dann später. Aber die 5000 G sind vielleicht doch praktischer. Und vor allem,
würden wir dann ja ein Date mit Lilly kriegen, ha? Huh? Das ist ja auch nochmal reizvoll. Wunderbar, Gil, Accessoires und Karten also. Nur noch wenige Minuten bis zum Start. Begebt euch bitte an eure Startposition. Sedan ins Theaterviertel, Freya ins Industriegebiet und Vivi ins Einkaufsviertel. So, gut. Es gibt 4 Arten von Monster. 3 davon haben wir schon gesehen. Und zwar die Moose, das sind diese mit diesen Pinselschwanz hinten, Isegrim, die als erstes freigelassen worden sind, und Zackner. Zackner gibt natürlich am meisten Punkte, und zwar 60, gibt aber auch nur 1 davon. Moose geben von 8 bis 14 Punkte, Isegrim 16 bis 27, und dann gibt es noch so eine Vogelsorte, sieht ein bisschen aus wie ein Rabe, heißt ein Rakadus, 2 bis 13 Punkte. Also wäre es ganz gut, eigentlich hauptsächlich Isegrims zu jagen und vor allem dann auch den Zanga gegenüberzutreten, ne? Lufttaxe ins Theaterviertel fährt ab. Achso. Ich dachte, ich müsste das wegdrücken. Aber nein, ich konnte mich ja bewegen. Euch auf solch einen billigen Stehplatz mit dem ganzen Pöbel zu verweisen, das ist ja schon ein dreistes Stück, also wirklich. Aber seht nur diese Aussicht. Oh, ihr habt ja recht, man kann die ganze Burgstadt überblicken. Prinzessin, seht nur, dort drüben ist Meister Vivi. Was macht denn Vivi da? Er wollte doch gar nicht teilnehmen. Meister Vivi, die Prinzessin und ich feuern euch an. Vivi, du schaffst es! Vivi, 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 Vivi! Vorwärts, Meister Vivi! Ah, sei vorsichtig, oh nein, ich kann gar nicht hinsehen. Ihr könnt nicht siegen, wenn ihr ständig davonlauft. Euer Gegner ist ein Monster, da ist Angriff die beste Verteidigung. Und außerdem dürft ihr auf keinen Fall gegen Zidane verlieren, hört ihr? Ja, das ist es. Jetzt aber ran an den Feind. So, schlagt doch endlich zu. Vivi, hinter euch. Gebt alles, Meister Vivi. Steiner ist so ein richtiges Fangirl. Gut, machen wir uns an die Arbeit. So, da haben wir schon unseren ersten. Ich werde aber nicht lange im Theaterviertel bleiben. Ich werde dann noch ins Industriegebiet und zum Schluss in Einkaufsviertel gehen. Weil dort im Einkaufsviertel ist, glaube ich, Zackner. Ach, der ist erst verfügbar. Oh, was war das denn? 5 Minuten noch sind oder weniger? Sehr gut möglich. 5 Minuten oder weniger. Bin mir da nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich will jetzt auch gerade nicht mehr im Lösungsbuch nachgucken. Weil die Zeit ja hier die ganze Zeit läuft. Selbst wenn ich im Menü bin und mich heilen möchte oder so. Selbst dann läuft die Zeit. Ist sehr schön. Oh, ist das schön. Kommt ein Vögelchen geflogen. Setzt sich nieder auf den Schoß. Ich glaube, viel mache ich auch im Theaterviertel nie. So ein bisschen. Irgendwie im Kopf, dass da auch nochmal 3 Moves auftreten. Vielleicht auch ein bisschen später erst. Ich habe keine Ahnung. Aber in den Häusern selber dürften eigentlich keine Tiere auftauchen. Dass ich gar nicht voll geheilt bin. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich bei diesen Zackner voll geheilt bin. Den Vogel lasse ich mal außen vor. Ich gehe mal kurz. Nein. Geht also nichts. Hol ich mir doch den Vogel, wenn er gerade das schon ist. Ich will auf jeden Fall beim 6 Minuten, sagen wir mal, oder so Richtung 5, im Einkaufsviertel sein. Das heißt, ich gehe dann nach dem Kampf ins Industriegebiet. Mal, was ich da so aufreißen kann. Und dann geht es ins Einkaufsviertel. Boah, ich kann nichts reden können.
bin zwischenzeitlich aber auch echt am Überlegen, ob wir nicht... Och, nur 3 Punkte hat er gebracht. 3. Ob wir nicht Freya vielleicht doch gewinnen lassen. Was ist der Korallenring? Ich glaube, der absorbiert Blitz. Ist halt ein Accessoire, ja. Ich weiß nicht mal, was da noch für zusätzliche Effekte hat. Vielleicht 5000 geht gar nicht mal so viel, ne? Verlockend ist halt auch noch die Verabredung mit der Prinzessin. Wobei die Frage ist, ob sie das auch einhält, ne? Sollte ich eigentlich. Oder es kommt irgendwas dazwischen. Dass sie uns versetzt oder keine Ahnung was. Wer weiß, wer weiß. 3 Punkte nur. Klar, ich habe ja gesagt, wer wie viele Punkte gibt, aber trotzdem. So, dann gucke ich mal hier hoch. Dann dürfte ich eigentlich auch schon... Ja, wenn ich den besiegt habe, gehe ich dann ins Einkaufsviertel. Und ich darf nicht vergessen, mich noch zu heilen. Das ist so nervig, dass bei den Schwarzblenden dass die Zeit läuft mit den Taxen, selbst wenn wir halt in unserem Menü sind und uns heilen, also mit Päuschenversorgung oder sowas. Vivi ist in Führung, cool. Dass da auch die Zeit läuft, das ist so ärgerlich. Na ja, gucken wir mal. Ich meine, so ab 5 Minuten oder so wäre zeitnah verfügbar. Hey, das war mein Mu. Ich hätte beide gerne gehabt. Kann ich nicht Autoregener mit Autoregener Autohass bei denen drauf haben. Der Balken geht mir immer zu langsam. Das Problem ist, das ist ja trotzdem. Also es keinen Unterschied macht in Form dessen, ob jetzt unser Balken schneller geht, weil der vom Gegner geht auch schneller. Ist jetzt nicht so, dass wir eher dran kämen oder. Sonstiges. Falls es überhaupt irgendwie sich bemerkbar macht, wenn wir da irgendwas anderes einstellen. Praktischer ist halt, wenn nur wir angreifen und die gar nicht zum Angreifen kommen. Weil das spart Zeit. So, dann gucken wir mal. Da ist noch ein Isegrim. Ist halt die Frage, ne? Weil zack, na, da haben wir halt die Möglichkeit. Wenn wir selber ausnocken und Freya überlebt, dann hat sie gewonnen. Wenn wir aber den siegreich dabei sind, egal ob wir Freya ausnocken oder nicht, wenn sie halt nichts macht und wir dafür den Sieg einheimsen, dann haben wir halt gewonnen, ne? Den Korallenring, das ist schon verlockend. Ja, wird sich zeigen. Ich werde einfach kämpfen und mal gucken, wie es dann ausgeht. Oh, ich sollte mich heilen.
Ich sollte vielleicht wieder zurückgehen. Zackner ist ja gar nicht hier. Ist aber anders. Die Zeit wird ein bisschen knapp. Ich dachte, ich hätte eine Minute mehr gerade. Oh, hallo, Vivi. Da war noch ein Isegrim, aber für den habe ich keine Zeit. Oh, Freya ist in Führung. Naja, gucken wir mal, wie es läuft gegen Zackner. Nein, bleib doch nicht hängen. Ich habe schon kaum Zeit. Oh, jetzt habe ich es schnell weggeklickt. Ist eigentlich immer nur so, oh, hilf uns, oh, was für ein Brocken. Ich helfe, ich stehe dir bei, Bester. Lass mich den Todesstoß versetzen. Es geht für mich um eine Verabredung. Du bist schon ein hoffnungsloser Fall. Entschuldigung, ich bin unter Zeitdruck. Deswegen habe ich gerade nur schnell weitergeklickt. Möget es mir verzeihen. Das könnte mich sehr, sehr, sehr knapp werden. Dass wir das gewinnen. Aber eigentlich muss ich ja nur den Todesstoß versetzen, so wie ich das jetzt verstanden habe, ne? Gucken wir mal, was für Angriffe sie, also was für eine Stärke sie hat. 5546. Ist gut, dass ich mir gedacht habe hier, dass ich die Fähigkeit Bestientöter vielleicht doch drin lasse. Das habe ich euch gar nicht gezeigt, ne? Das habe ich zwischendurch mal gemacht. Nein. So. Da habe ich nämlich Bestientöter drin gelassen. Ich dachte mir, vielleicht könnte es hilfreich sein. Irgendwie beim Armreif ist das. So, jetzt hält er auf. Aber Freya macht auch nicht viel Schaden mit 80. Da haben wir schon deutlich mehr. Wir haben ihn besiegt. Lol, zwei Angriffe, das war's. Hätte ich ja doch noch den Isegrim angreifen können. Hätte ich mehr Punkte gehabt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, ich gehe in Führung. Ja gut, dann versorgt die mal. Ich habe noch zwei Minuten, ich kann noch Punkte holen. Falls ich jetzt nur wohne. Wie wird ja bestimmt nicht nochmal vorbeilaufen mit Isegrim hinter sich her. Guck ich mal hier. Ah, hier ist noch einer. Soll ich doch noch schaffen. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn die Zeit jetzt mitten im Kampf ablaufen würde. Ob das dann noch zählt oder nicht? Aber ich bin froh, dass es nicht nach Zackner einfach aufgehört hat. Das hätte ja auch sein können. So nach dem Motto, oh, großer Gegner. Jetzt ist vorbei. Auch wenn noch zwei Minuten sind. Weiß ja nie, ne? Da ist noch Vogel. Bleib hier. Nicht wegfliegen. Ich hätte aber gerne bei Zackner noch den Sprung gerne ausprobiert. Bei Freya selber ist so eine Drachenritterin, oder wie man das nennen kann. Die kann halt Sprung machen. Sie müsste dann für eine Runde, glaube ich, in der Luft sein. Und ist dadurch halt auch vor Angriffen geschützt. Das ist ganz praktisch. Man kann sie halt auch nicht heilen oder irgendeinen Buff auf sie setzen. Ist dann quasi wie so für eine Runde aus dem Spiel raus. Und ja. Und dann hat sie noch so, das nennt sich Dragomer, glaube ich, oder irgendwie sowas. Das ist halt so diese Drachen. Ritterfähigkeiten, Magie, was man da, das ist, wie man das auch nennen mag. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwie Gegner sind und vor allem in einer Sekunde, ne? Und Schluss, die Zeit ist um. Der Sieger ist Zidane, gewonnen mit 189 Punkten. Vor allem Freya die ganze Zeit noch mit den Kindern. Ich hau ab und mach noch weiter Punkte. Ja, ich kann gut mit Kindern. Beeindruckend, wirklich beeindruckend, Zirp. 189 Punkte und somit der Sieg. Hiermit überreiche ich dem diesjährigen Sieger den Preis seiner Wahl und erhebe ihn in den Rang eines Jägers, Zirp. 5000 Gil, Meisterschütze erhalten. Wahnsinn, Zidane. Du warst aber auch nicht schlecht. Großherzog Zid. Bitte entschuldigt mein dreistes Auftauchen, aber
Ich bringe eine Nachricht von König von Bomezia. Eine Nachricht vom König von Bomezia? Eure Exzellenz, aber eure Erscheinung. Sieh doch mal genau hin, der Mann ist blind, die Augen durch Magie verbrannt, Zirp. Wie lautet also die Nachricht, Zirp? Wir wurden von der Unbekannten angegriffen. Der Krieg läuft schlecht, wir bitten um Unterstützung. Der Feind sind zipfelmützige Teufel. Das Königreich Bomezia ist ein geschätzter Bündnispartner Lindblums. Ich werde sofort meine Flotte losschicken, Zirp. Seid gepriesen, Großherzog. Der König wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich muss unverzüglich diese Nachricht nach Bomezia. Schnell, Zirp, bringt diesen Mann sofort zu einem Arzt. Dafür ist es schon zu spät. Die Wunde ist zu tief. Es ist überhaupt ein Wunder, dass er es bis hierher geschafft hat. Bomezia. Was habt ihr jetzt vor? Wegen des Jagdfestivals befinden sich nur wenige Soldaten im Schloss. Nicht genug, um die ganze Flotte zu bemannen. Dann ruft die Schiffe, die Grenzen patrouillieren, zurück, Zirp. Und somit Alexandria aus den Augen lassen? Ja, wir können Bomezia nun mal nicht im Stich lassen. Zipfelmützen. Also wahrscheinlich Schwarzmagier so wie Vivi. Aber Mutter hat Bomezia angegriffen. Ich bitte mich zu entschuldigen, aber ich kann nicht warten, bis die Luftschiffflotte eintrifft. Nimm mich mit, Freya. Danke, mein Bester, aber das ist nicht dein Krieg. Was redest du da für einen Blödsinn? Immerhin wurde die Heimat eines Freundes angegriffen. Ob's dir passt oder nicht, ich komme mit. Danke, Zidane. Ich komme auch mit. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen. Verstehe. Lass uns sofort aufbrechen. Prinzessin, das ist viel zu gefährlich. Hauptmann Steiner hat recht. Außerdem wissen wir nichts über unsere Gegner, Zirp. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es Schwarzmagier sind, du verstehst mich doch, oder, Zidane? Ich muss sofort zu Mutter und sie dazu bringen, die Invasion abzubrechen. Ich kann dich nicht mitnehmen, nicht wenn ich weiß, dass es gefährlich wird. Zidane! Bitte bleib hier in Lindblum. Was soll das heißen? Ich weiß auch, dass es gefährlich ist, aber... Nichts aber, Lilly. Da tobt ein Krieg, da sterben Menschen, hörst du? Ja, aber... Lilly, was hast du gefühlt, als dieser Soldat gerade vor unseren Augen starb? Es tat mir so leid. Ja, du warst traurig und das ist verdammt nochmal richtig. Aber realisierst du überhaupt, dass dir das Gleiche passieren könnte? Du bist einfach noch nicht so weit, um deine Mutter bekehren zu können. Aber... Nun reicht es aber, ihr beiden. Das ist jetzt nicht die Zeit für Wortgefechte, Zirp. Seine Exzellenz hat recht, wir müssen unverzüglich nach Bomezia. Öffnet ihr das Erddrachentor für uns? Ja, es ist der einzige Weg, wenn ihr zu Fuß gehen wollt, Zirp. Doch bevor wir das Tor öffnen und ihr aufbrecht, lasst uns alle noch ein stärkendes Mahl genießen, Zirp. Das sieht köstlich aus, lauter gute Sachen. Dieser besondere Schmaus wird immer nach dem Festival serviert, seit über 500 Jahren schon, Zirp. Am besten isst man ihn mit den Händen. Lass die Etikette sein und haut rein, Zirp. Na dann wollen wir mal, bevor das gute Essen noch kalt wird. Schmeckt super. So edles Futter gibt's nicht alle Tage, also rein damit. Und solange das Tor geöffnet wird, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Da hast du recht. Von allerfeinsten der Braten. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ihr esst ja gar nicht. Aber doch, natürlich. Überaus schmackhaft. Haha, ihr sagt es. Eine seltene Gaumenfreude, für wahr. Ich bin so voll, ich werde ja ganz schläfrig. Oh nein, wurden wir vergiftet? Lilly? Nein, auch mich hat es erwischt. Verzeiht, Prinzessin, ich hätte vorkosten sollen, dann wäret ihr... Hört auf, euch etwas einzubilden, Steiner. In eurer Portion habe ich keines getan. Nanu, jetzt wo ihr es sagt, sind die stechenden Schmerzen wie verflogen. Moment mal, was habt ihr da eben gesagt? Prinzessin, habt ihr etwa... Es ist kein Gift, nur Schlafkraut, das ich von Zidane habe. Ich hatte zwar nicht vor, es zu diesem Zwecke einzusetzen, aber... Steiner, ich möchte tun, was in meinen Kräften steht. Ich will nicht, dass andere Leute für mich einstehen. Aber das tun doch alle nur, weil sie euer Bestes wollen. Ich weiß. Das glaube ich aber nicht.
Ich kenne die Grauen des Krieges selbst nur zu gut, auch wenn ihr mir es befehlt, ich muss protestieren. Wenn hinter dem Angriff auf Promethia wirklich Alexandria steckt, dann kann das schnell zu einem Krieg werden, in den alle drei Großreiche des Kontinents des Nebels verwickelt wird. Viele Menschen müssen dann sterben und was aus Mutter wird, ich weiß es nicht. Aber ich bin die Prinzessin von Alexandria. Es muss etwas geben, das ich gegen all das unternehmen kann. Außer Mutter habe ich noch sonst niemanden mehr. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Ich kann verstehen, wie euch zumute sein muss. Ich komme mit. Ich stehe euch bei. Danke, Steiner. Gut, dann sollten wir Limplum verlassen, bevor alle wieder zu sich kommen. Es tut mir leid, Sidan. Schnell, beeilt euch! Lilly, wo gehst du hin? Scheint eine Art Schlafmittel gewesen zu sein. Das Schlafkraut. Da hat sie uns aber kräftig eins ausgewischt, Zirp. Lilly sagte, sie schlafe nicht so gut in letzter Zeit. Da habe ich ihr was davon gegeben. Ich hielt sie für ein behütetes, verhätscheltes Mädchen. Aber da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Sie ist doch nicht etwa vor uns nach Promethia los. Wenn sie das aber ist, so könnt ihr sie zumindest noch einholen, Zirp. Vivi, hoch mit dir, wir brechen sofort nach Promethia auf. Wir gehen durch Gizamukels Grotte. Gleich hinter ihr liegt Promethia. Dann fahrt mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und verlasst das Schloss durch das Erddrachentor, Zirp. Das werden wir tun. Eile ist geboten. Vor allem muss ich speichern. Ich muss das Kind vom Kindergarten abholen. Ich glaube, ich kann unten beim Erddrachentor speichern. Meine ich. Wird sich zeigen. Ich bin mal so mutig. Runterfahren. Tadütada. Tralala. Ja, ich drehe ein bisschen durch. Aber nur ein bisschen. So, dann müssen wir mit dem hier fahren. Da geht es nämlich zum Erddrachentor. Beim anderen ist irgendwie, keine Ahnung, zum Hafen, glaube ich, kommen wir da. Aber da gibt es jetzt auch, glaube ich, nichts Wildes zu sehen. Genau, ich habe es richtig im Kopf. Und den Typen, der verkauft auch Sachen. Und habt ihr auch alles, was ihr braucht, um da raus in den Nebel zu gehen? Der Nebel hier ist lebensgefährlich. Rüstet euch besser gut mit den Waren aus. Kaufen. Kaufen. Nehmen wir noch ein bisschen Potion mit. Goldnadel vielleicht auch. Gut. Ich denke, sollte reichen. So, Mognet. Ein Brief von Stilskin. Toll. Kennst du Stilskin? Lass uns den Brief lesen, Kupo. Von Stilskin an Monte. Von Lindblum aus bin ich erstmal nach Norden und durchquere Gizamukels Grotte. Unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setze ich also Fuß in das Königreich Promethia. Und das stimmt, was alle sagen. Es regnet hier ununterbrochen. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Er ist also nach Promethia gegangen, Kupo. Ist das denn nicht gefährlich, Kupo? Ich hätte so gerne einen Brief. So, speichern. Passt perfekt. Wir sind, glaube ich, schon in Folge 12, kann das sein? Müssten in Folge 12 sein. Naja, gut. Ich mache einen Schnitt, ich hole das Kind ab. Wir sehen uns gleich wieder.